So, weiter geht's dann mit Mega Man 4. Dann können wir da loslegen, oder? Ja. Okay. Und hoffentlich ohne dieses Gefälle vom letzten Mal. Aua. Und ich sollte das ja vor deinem Stream nachher noch zu Ende kriegen. Denke schon, ja. Und nach der Aufnahme werde ich erstmal. Ja. Nach der Aufnahme gehe ich nochmal einkaufen. Okay. Brot und ein bisschen Aufstrich. Ich versuche ja noch ein bisschen abzunehmen. Weniger Fastfood. Weniger Cola. Das ist doch gut. Naja, ist schon scheiße, wenn man innerhalb von 5 Monaten, glaube ich, 10 Kilo zugenommen hat. Ja. Und ich war so schon übergewichtig. Was war das, was ich am Weg wollte zunehmen? Ich frage mich ja immer noch, was ich heute im Stream dann zocke. RKS Kreuzfeldmodus? Nee. RKS zocke ich, wenn Simon da ist. Und der wird wahrscheinlich heute nicht da sein. Sieht so aus. Ich habe vorhin mit ihm ja aufgenommen, habe ich ja geschrieben. Und da wollte er ja noch weg. Aua. Ich denke, ich werde mit Dark Souls anfangen. Na, wenn sich die so aufregt die letzten Mal. Hoffe ich doch. Okay, ich habe keinen Bock, da noch irgendwie rumzumachen. Ich hätte dir auch den Weiher empfohlen, von daher. Ich dachte, du warst nicht so dafür, Items einzusetzen. Nö, nö, das ist völlig in Ordnung. Boah. Ja, was auf jeden Fall fehlt, sind die Spezialwaffen in dem Modus. Ach, Lord Helmchen. Dieser richtig. Scheint mit. Scheint mittel. Aua. Ich stelle mich extrem blöd an, finde ich. Aber es geht ja schlechter, ne? Immer. Solange die ich nur von den kleinen Metals treffen lässt, ist es halb so schlimm. Ja, ich habe keinen Bock mehr, mich von dem Großen treffen zu lassen. Einmal schon schlimm genug, aua. Boah, der hat aber einen kleinen Sprung gemacht. Stirb. Die Sprunghöhe hängt von der Position ab, wo du stehst. Okay, ich hätte nicht so da stehen sollen. Okay, verstehe. Es gibt, wenn du zu weit stehst, dann springt er zu niedrig, sodass du nicht mehr rechtzeitig durchkommst. Wenn du zu nah stehst, dann springt er zu kurz, dass du auch nicht rechtzeitig durchkommst. Du musst an einer bestimmten Stelle stehen, dann kannst du perfekt unter ihm durchsliden. Und dann musst du aus dem Slide heraus springen. Und wenn du das machst, dann bekommst du praktisch, dann kannst du dem Erdbeben danach auch noch ausweichen und somit auch den Metals. Das ist die No-Hit-Taktik. Die ist total schwierig bei dem Boss. Okay. Ja gut, nur möchte ich halt nicht zu viele Tipps kriegen, ne? Aua. Ja, ich gebe dir jetzt keinen Tipp. Das war jetzt bloß für den Fall, dass du... Ja, jetzt ist er besiegt, das ist ja okay. Ich meine, hinterher ist okay. Eben, hinterher... Ich frag mich, warum du die E-Tanks einsammelst, wenn du sowieso schon 9 hast und du sie eh nicht einsetzt. Oh, ich hatte schon 9. Du hattest auch schon im letzten Stage 9 und hast noch den E-Tank eingesammelt. Okay. Blöd. Ey. Stör mich nicht bei der Arbeit, du Arschloch.
Nein, hast du noch E-Tech für mich? Wäre lieber ein Leben oder sowas. Sagt ja auch, ich krieg ein Leben. Wow, ich wollte doch gar nicht hoch. Warum bist du denn nach oben geklettert? Ich habe eigentlich, wahrscheinlich hat er es noch von vorher angenommen. Kommt er jetzt runter oder bleibt er da oben? Er bleibt, okay. Dann ist er easy. Natürlich, das ganze Spiel ist easy. Ich habe mir auch schon noch mal ein paar Parts angeguckt von Riguni. Der hat sich ja schlecht angestellt, als ich dachte. Naja. Ich bin sowieso immer schlecht. Warum auch immer. Vor allem in Aufnahmen. Oder Livestream. Achso, ich hatte ja vor, morgen Final Fantasy zu spielen. Vielleicht spiele ich auch noch Skyrim. Skyrim spiele ich aber höchstens, wenn du dabei bist. Boah, ich komme so nicht weiter. Okay. Kumpel von mir sagte übrigens, Daggerfall ist ziemlich verbuggt. Daggerfall ist verbuggt, okay. Er sagte, das ist ein reiner Käfer. Also, ne, von wegen Bugs. Ja, ich verstehe schon den Wortwitz. Ich habe zwar eine Sekunde überlegt, aber dann habe ich geschmunzelt. Ja. Ich weiß keine nicht. Ahnung, ich glaube, sowas wie Arena oder Daggerfall werde ich dann vielleicht auch nicht im Stream zocken, weil es ist dann vielleicht doch schon ein bisschen zu alt. Aber Morrowind, Oblivion und Skyrim, die kann ich ruhig noch im Stream zocken. Ja, und zu Daggerfall hat er, glaube ich, noch gesagt, das ist ziemlich random, die ganzen Quests verteilt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Arena die komplette Welt random generiert. Und die soll anscheinend so groß sein wie Großbritannien. Oh, ja. Also von daher. Danke fürs Leben. So. Einer also von RKS auch. Kann ich sagen, aktuell habe ich 19 Folgen und mir fehlen halt noch die Iron Stages. Achso. Du hast also praktisch noch nicht den Eiermann getötet. Richtig. Das war irgendwie gerade komisch mit dem Slide. Au. Klingeling, hier kommt der Eiermann. Aber er meinte mit, ach so, ich habe etwas geschafft, was Simon noch nicht geschafft hatte. Was denn? Die Wand, ohne E-Tank. Also ohne E-Tank? Ja. Ich hätte die Wand auch ohne E-Tank gemacht. Das zählt nicht. Wieso nicht? Weil du Fernkampf hattest. Ich musste im Nahkampf kämpfen. Ach so. Ich spiele den Geräuschwertmodus. Verdammte Scheiße. Ah, mache ich dann auch. Keine Sorge. Passt schon. Also wenn ich das... Ja, also er hat ja auch versprochen, dass er mir zeigt, wie er es macht. Da wenn ich schaffe. Und als ich merkte, ich kann es schaffen, habe ich es dann gemacht. Nur später war Zeitdruck, dann habe ich halt mit E-Tanks mehr gearbeitet gegen die Bosse. Wie gesagt, wegen der Zeit. Ja. Weil ich auch keine Lust hatte, nochmal alles neu zu machen. So, dann ich muss ja erstmal überhaupt den Standardmodus Buster Only schaffen, das ist ja schon hardcore genug irgendwie. Na, Simon wollte ja auch, dass ich das erstmal den normalen Modus spiele. Und ich will sag... ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, also Simon ist ja der festen Überzeugung, dass das Spiel nicht schwieriger ist als ein Mega Man 4 oder sowas. Aber ich muss ehrlich sagen, von meiner eigenen Einschätzung her. Schwerer. Mit Waffen ist es leichter als Mega Man 1. Ja, aber Buster Only nicht. Und Buster Only ist es schwerer als jedes Mega Man Game. Ja. Das ich bisher, also das jedes Standard Mega Man Game. Ich finde es sogar schwerer Buster Only als, naja, ne, wobei Mega Man 7, ich weiß nicht. Ich muss immer noch bedenken, es gibt ja noch diesen Wily. Diesen asozialen Scheiß Wily. Ja. Aua! Ich glaub, lässt mal. Dich gerade echt ganz heftig treffen und triffst im Vergleich dazu viel zu wenig. Gar nicht.
aktuell würde ich sogar behaupten, gar nicht überhaupt. Oh Mann. Jetzt reicht's mir. Was will ich sehen? Das war zu niedrig. Das war zu hoch. Jetzt wird's knapp. Gut. Wieder zu hoch. Ja, das war zu hoch. Das war richtig. Nein. Wieder hoch. Dort gefällt's mir nicht. Oh Mann. Und wow. Also das war jetzt echt skillig, der Fight. Also am Ende jetzt. Weil du hast dich echt gut geschlagen. Ich glaube, ich hatte es da ein bisschen raus wieder. Am Anfang war es so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ich ziehe mal mit Absicht daneben und lass mich oft treffen, damit es spannender wirkt. Und am Ende so, und jetzt zeige ich dir, wo der Haken hängt. Willst du überhaupt nicht absichtlich schlechter spielen? Ja. Okay. So, die Robot Master Stage wolltest du dann mit Waffen machen, oder wie? Ich probier mal ohne. Erstmal, und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich mit Waffen. Aua. Ich hasse die Stelle. Woher soll man das wissen, wenn man es noch nicht kennt? Ja. Ich meine, ich habe schon mal gespielt, aber ich habe es vergessen. So sieht's bei mir auch jedes Mal aus. Verdammt, okay, verdammt. Das war nicht unbedingt die klügste Idee. Ja, habe ich auch gemerkt. Aber da hast du spät gemerkt. Ja, ich bin nicht so der Schnellste. So, was erwartet mich jetzt? Die Great Eight, ne? Ja, ja. Great fucking Eight. 6 Leben, gute Chancen. Naja, vergiss nicht, dass Wily auch noch kommt. Ach, Wily. Wily für Piley. Der ist so easy. So, herzlich willkommen bei Twirman. Darf ich doch auch anfangen mit dem Let's Play? Ja. Den schaffst, dann hast du eigentlich den schwersten hinter dir. Beziehungsweise, dann ist eigentlich nur noch ist Backe. Nur noch ein anderer Spasti schwierig, nämlich der Brightman, und der ist direkt unter Twirman. Brightman haben wir stehen, wenn ich nicht so viel verliere. Aber ich denke, ich verliere viel. Weißt du, wo Toadman ist? Ja. Aua. Ich glaube, ich kriege hier noch einiges an Schaden. Nein! Du gehst auch ein bisschen. Du versuchst auch so ein bisschen random auszuweichen, habe ich das Gefühl. Ja. Weil ich das Timing nicht raus habe. Aber ich krieg's auch so hin. Soll ich dir einen Tipp dafür, das Timing geben? Ach, hat sich gleich erledigt. Klappt auch so irgendwie. Ich habe halt so, sag ich mal, meine Methode. Funktioniert auch einigermaßen. Okay, ich denke, ich habe genug Energie für Brightman. Wenn du dich nicht wieder trollst mit seinem Timestop und in dich reinspringen, hast du, solltest du ihn locker hinkriegen können. Na, drüber springen funktioniert nicht. Okay, hab's verstanden. Aua. No. Nein, in die falsche Richtung, du Pissbacke! Wäre wenigstens Double Kill gewesen. Fuck. Dabei war er so nett zu mir. Naja, das Problem ist, dass du versucht hast, über ihn drüber zu springen. Ja, er ist nicht schuld, ich bin schuld. Er war nett zu mir. Oder würde ich sagen, er macht sich über mich lustig. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.